Heute entführe ich euch einmal nicht zu Bauwerken, sondern in den Tiergarten Schönbrunn, der ja seit einigen Tagen wieder geöffnet hat. Wenn man vom Neptunbrunnen den Tierpark betritt, kommt man als erstes unweigerlich zu den Nashörnern. Nicht allzu weit weg sind dann die Pelikane, die wacheln hier ganz schön mit den Flügeln. Das hat jetzt nicht immer mit Luft zu fächern zu tun. In der freien Wildbahn schlagen Pelikane nämlich mit den Flügeln aufs Wasser, um ihre Nahrung aufzuscheuchen. Trotz ihrer Größe und des Gewichtes sind Pelikane flugfähig. Das sieht man hier. Präriehunde zählen zu den Erdhörnchen und sind als solches Nagetiere. Ihren Namen verdanken sie ihren Lauten, die sich von sich geben und die manchmal tatsächlich an ein Bellen erinnern. In der Südamerika-Anlage des Zoos Schönbrunn begegnen wir hier zunächst einmal Nandus. Das sind den Straußen verwandte Laufvögel, die eben in Südamerika leben. Weiters sehen wir hier die Vicunias. Das sind den Lamas verwandte und als solches eigentlich Kamele. Hier liegen Capybaras, das sind Wasserschweine, und hier haben wir noch ein Tapir beim gemeinsamen Mahl mit den Vicunias. Pinguine sind zweifelsohne Vögel, auch wenn es hier manchmal ein bisschen anders aussieht, weil sie nicht fliegen können. Dafür können sie umso besser schwimmen und tauchen. Wenn jetzt jemand glaubt, Eisbären würden gerne Pinguine fressen, dann ist das ein Irrtum. Denn die zwei können sich nie begegnen. Pinguine leben nämlich in der Südpolarregion und Eisbären in der Nordpolarregion. Hey, da konnte ich Mama jetzt glatt den Fisch klauen. Mist, sie hat ihn schon wieder. Der Eisbär ist übrigens das drittgrößte Landraubtier. Bemerkenswert ist, dass der Eisbär übrigens eine schwarze Haut hat und das dient der Wärmeregulierung. Bei diesen zwei Faulpelzen
hätte auch ein Standfoto gereicht statt dem Video. Es sind natürlich die Löwen und der mit der Mähne ist der Pascha. In der Afrika-Anlage, für die einige Gehege in Schönbrunn jetzt zusammengelegt wurden, begegnen wir zunächst einmal Zebras. Die Streifenmuster dienen übrigens der Erkennung untereinander. Und hier kommt eine Elenantilope, ganz gemütlich ins Bild getrottet. Na, da geht's zu wie im Nationalrat. Aber wenn die Diskussion mal beendet ist, sehen wir hier, wie Flamingos mit ihrem Schnabel das Wasser seien, um ihre Nahrung herauszufiltern. In seiner Heimat China ist trotz mittlerweile Bemühungen der chinesischen Regierung, mit Zuchtprogrammen und so weiter zu helfen, der große Panda aufgrund der Zerstörung seines Lebensraumes schwer vom Aussterben bedroht. Und nicht umsonst ist er deswegen auch das Wappentier des World Wide Fund for Nature. Zur Familie der Lemuren, das sind Halbaffen, gehören die Katas in Schönbrunn und die haben gerade ein ganz putziges Jungtier. Und ebenfalls Nachwuchs gibt es bei den Gibbons und die sind schon ohne Nachwuchs sehr munter und sehr viel unterwegs, sind wahre Trapezkünstler und ich sag mal einfach nur viel Spaß beim Zusehen. Hergeblieben, Kleiner. Mach mir hier keine Standeinlagen.
Elefanten sind die größten Landsäugetiere unserer Erde, auch wenn das bei diesem Exemplar namens Tuluba hier noch nicht ganz so rauskommt. Auch wenn meine Ohren so aussehen, ich bin nicht Dumbo. Man sollte es kaum für möglich halten, aber Erdmännchen zählen zu den Raubtieren. Sie sind nämlich eine Art aus der Familie der Mangusten und die zählen zu den Raubkatzen. Mensch, Leute, was soll denn das faul herumliegen jetzt wieder bedeuten? Steht doch mal auf!